Liebe Freunde, hier ist euer Steinwallen. Es ist Nacht. Wir sind zurück im Königreich Silberhafen. Zurück bei König Walter und seinen drei Prinzessinnen. Alle gehen jetzt so langsam schlafen. Und währenddessen können wir uns noch mal mit ein paar Details befassen. Unter anderem schauen wir uns doch mal unsere Töchter an. Also was sind deren Eigenschaften? Was können die so? Was wollen sie? Wie geht es ihnen? Wir haben einmal Safrana. Safrana ist spielsüchtig. Ich glaube aber, als Kind kann sie noch nicht spielen. Er hält schlechte Gedanken, wenn lange kein Würfelspiel gespielt wurde. Gedanken an Sieg oder Niederlagen werden verstärkt. Wir können mal gucken, hat sie schon... Ja, doch, tatsächlich. Wünscht sich Nervenkitzel. Aber ich glaube, wir können nicht mit ihr spielen, weil ich nehme mal Walter, Aktion, Gemeinschaft, Würfelspielen, kann ich nur Hedegeta auswählen, die nicht genug Ringe hat für ein Würfelspiel. Okay, das heißt, ihr Bedürfnis ist nicht befriedigt, aber sie kann es auch gar nicht befriedigen, weil sie noch ein Kind ist. Naja, so ist das halt, wenn man schon als Kind spielsüchtig ist. Dann ist sie schön. Das Interesse anderer Personen an dieser Person ist um 30 erhöht, das ist gut. Und sie kann charismatisch sein und ihr seht, das ist so ein bisschen schattiert. Das ist eine geheime Fertigkeit, die erst aktiv wird, wenn Manieren auf Stufe 15 kommt. Diese Person hat einen Bonus von plus 25 auf Interesse des anderen Geschlechts und kann feindliche Städte ungehindert besuchen. Auch interessant. Kann also vielleicht dort irgendwelche bösen Aktionen ausführen oder sowas. Spannend. So, wir gucken nochmal, wie geht es ihr allgemein? Hoffnung für die Zukunft. Ah ja, Gründung einer Stadt voller Energie. Bedürfnis nach Ruhe. Sie schläft jetzt wahrscheinlich. Nervenkitzel, habe ich schon gesehen. So, dann haben wir Isenet. Isenet ist diejenige, die talentiert war im Kampf. Die ist aber auch die, die ängstlich ist, weil sie entführt wurde. Sie ist unattraktiv. Das Interesse anderer Personen an dieser Person ist um 20 reduziert, hat aber eine hohe Fruchtbarkeit. Auch eine schöne Kombination. Und sie kann Kopfabhackerin werden, wenn Kampf auf Stufe 15 geht. Diese geheimen Fertigkeiten hängen offensichtlich immer mit den Talenten entsprechend zusammen. Und dann Tefnet, besonders schön. Tefnet ist geistig behindert. Sie bekommt minus 50% Erfahrung durch Lernen, allerdings mit einem konstanten positiven Gedanken. Das heißt, sie ist immer gut gelaunt, das sehen wir hier. Die Freuden der Torheit, plus 14, bam, param, pam, pam, bam, bam, denkt sie sich, alles ist gut. Sie könnte aber mal beten und von Eltern im Stich gelassen? Wieso? Meine Eltern hassen mich, was habe ich falsch gemacht? Nein, Fürsorge fehlt. Kann durch Interaktion mit Eltern etwas Kommunikation oder Ausbildung befriedigt werden. Walter muss sich mal um Tefnet kümmern, würde ich sagen. Können wir mal machen vielleicht. Gemeinschaft, Zeit verbringen. Geht nicht? Okay, unterrichten geht dann nur. Oder kann ich Tefnet... Warte mal, wir gucken mal. Tefnet soll nicht mehr unterrichtet werden. Gemeinschaft, Zeit verbringen... Ah, auf dem Weg geht es. Komisch, dass das nicht mit Walter geht. Ja, versuchen wir das mal. Ach, sie steht jetzt auf? Mitten in der Nacht? Warte mal, das ist keine gute Idee. Geh mal schlafen. Ich wollte dich nicht unterbrechen. Oh Gott, die arme Tefnet. Das müssen wir dann am nächsten Tag irgendwie machen. Ich dachte, wenn die schlafen, merken die sich das als Befehl. Nun gut, okay. Haben wir mal einen Überblick bekommen. Walter, was machst du denn hier? Der geht jetzt wahrscheinlich auch hin. Walter möchte Sex haben, aber Walter doch nicht mit deiner... Nein. Was machst du? Walter geht essen um 4.44 Uhr. Und wer redet hier im Schlaf? Also, Walter möchte Sex haben. Das könnten wir forcieren, indem er jetzt Ringe ausgibt und dann nimmt er irgendeine Bäuerin. Das macht ihm auch richtig schlechte Laune, dass er das nicht befriedigen kann. Ja, deswegen hatten wir gedacht, nähern wir uns doch mal Hedegeta an. Ich meinte, die hat doch dasselbe Bedürfnis, oder? Geringe. Ja, verlangen nach Sex hier. Außerdem hat sie Hunger. Die ist ja auch richtig schlecht drauf.
Das könnte fast zur Krise führen. Ich denke, wir sollten uns auch jetzt erstmal konzentrieren auf die Forschungen. Deswegen werde ich die Geschichte mit dem Unterrichten jetzt tatsächlich abbrechen. Das geht, glaube ich, erst, wenn wir mehr Lords haben. Im Moment ist es jetzt wichtig, dass wir, glaube ich, in der Progression ein bisschen vorankommen. Was wollte ich euch noch zeigen? Hier gibt es noch die Möglichkeit, ganz spannend, Armeen, also Banditen zu rekrutieren. 7 Banditen mit Kampffähigkeit 5 ohne Waffen. Ja, kostet Geld, die muss man dann ausrüsten, führt aber auch zu verschlechterten Beziehungen bei Nachbarn. Grundsätzlich gibt es verschiedene Möglichkeiten, jetzt hier an Soldaten zu kommen. Es gibt noch den Weg der Söldner. Man könnte jetzt hier eine neue Armee bilden, beziehungsweise neue Krieger rekrutieren und hier jetzt Söldner rekrutieren. Ihr seht auch mit riesiger Kampfstärke, kostet dementsprechend auch ziemlich viel. Und es gibt auch noch laufende Kosten. Das ist eine teure Angelegenheit. Man kann aber auch Bauern zu Soldaten machen oder Sklaven befreien und zu Soldaten machen. Allerdings sind die erstmal super schlecht und laufen sofort weg, wenn es zum Kampf kommt. Das heißt, die muss man erst eine Zeit lang ausbilden, ehe die sie in der Lage dazu sind. Das ist also eine langfristige Angelegenheit. Insofern muss man sich gut überlegen, ja, wie man das handhabt. Will man vielleicht eher darauf setzen, viel Geld zu verdienen und dann kurzfristig Söldner anzuheuern und die dann wieder zu entlassen? Oder will man irgendwie so eine Art stehendes Heer laufend finanzieren? Dann ist natürlich die Frage, wozu, wenn es um einen herum friedlich ist, braucht man das überhaupt und. So, noch ein paar andere Sachen, auf die will ich nochmal hinweisen. Jetzt ist gleich 7 Uhr, alle stehen auf. Die Leute sind langsam sauer, schaut mal hier. Widerlicher Schnaps. Die trinken jetzt, beginnen jetzt Schnaps zu trinken, wahrscheinlich auch, weil es günstiger ist. Das mögen sie aber nicht. Das heißt, Bier ist eigentlich der Alkohol, der das Bedürfnis nach Alkohol befriedigt, aber wobei es direkt auch kein Bedürfnis gibt. Das System müssen wir uns auch nochmal angucken. Gehen wir mal zu irgendeinem Bauern hier hin. Die schlafen ja hier oder stehen gerade auf. Das sind die Bauern. So, und ihr seht, die haben dieses Ruhebedürfnis. Mentale Erschöpfung aufgrund verschiedener Tätigkeiten. Da geht es also um mentale Erschöpfung. Und die wird regeneriert, wenn nicht gearbeitet wird. Aber sie wird eben auch durch Alkohol oder Nektar sehr schnell ausgeglichen. Und ihr seht es, die haben jetzt geschlafen, aber das Ruhebedürfnis ist noch nicht auf 100%. Insofern ist Alkohol dann doch irgendwo hilfreich. So, und eben, und da gibt es halt schlechten Alkohol, das ist Schnaps, der macht schlechte Laune, befriedigt aber trotzdem das Ruhebedürfnis. Es gibt Bier, das ist quasi der normale Alkohol, und es gibt hochwertigen Alkohol, der macht gute Laune. Und da, in die Richtung muss man eigentlich hin. Ja, und das Ähnliches gilt auch fürs Essen. Wir haben Steckrüben. Steckrüben reduzieren natürlich den Hunger, aber schmeckt widerlich, was die Laune beeinflusst, vor allem jene von Lords und Kriegern. Ein Verzehr über einen längeren Zeitraum kann tödliches Steckrübenfieber verursachen. Das heißt, wir müssen eigentlich auch weg von der Steckrübe. Deswegen ist halt Roggenfeld und Hopfenfeld, Mühle und Bier eigentlich jetzt so wichtig, und deswegen soll Hedegeta mal nur forschen. Wir lernen was über den Schutz der liebenden Familie. Die liebende Familie verbietet jegliche Aggressionen gegenüber jungen Adelsgeschlechtern, um für Harmonie in der Welt von Norland zu sorgen und den Segen der Mutter Sophia für alles Neue und das Prinzip der Erneuerung zu verdeutlichen. Jetzt ist das leider weggegangen. Das ist schade. Das Prinzip dahinter ist, dass bis wir eine Bevölkerung von 50 haben, wird uns niemand aktiv angreifen. Wir stehen unter dem Schutz eben dieser liebenden Familie. Wenn wir über 50 haben, dann kann alles nochmal passieren. Außer wir agieren selbst irgendwie feindlich, indem wir zum Beispiel jetzt hier, ihr seht es, Vasalität fordern. Dann wird der Schutz der liebenden Familie aufgehoben, indem wir drohen zu plündern oder zu zerstören und solche Geschichten machen oder höflich Tribut fordern. Ab dann können wir dann auch ganz normal angegriffen werden. Ja, das ist so ein bisschen Welpenschutz. Was sehe ich hier? Ein Friedensabkommen ist möglich. Makka. Ich würde sagen, das machen wir mal. 10 Tage. Dieses besagt, dass die Beteiligten keine Dörfer plündern, Städte angreifen oder sich gegenseitig zur Vasalität zwingen dürfen. Finde ich gut. Erhöht die Beziehung, was mir gefällt. Das Abkommen werden wir schließen und wir werden einen Boten dafür senden.
Genau. Der dann jetzt irgendwo losmarschieren wird. Ich frage mich, läuft der denn wirklich hier los? Verlässt die Siedlung, tatsächlich. Das ist ein arbeitsloser Bauer, der jetzt als Brute fungiert. Das finde ich ja richtig cool. Das ist toll. Sehr schön. Also der marschiert da jetzt hin und überbringt das. Kostet uns das auch? Ja, das kostet uns sogar Papier. Wie im Übrigen, das im Übrigen von einer Papierwerkstatt hergestellt wird. Ja, Papierwerkstatt, ne, ihr wisst, das ist es eigentlich nicht. Wie auch immer. Wir haben sehr viele Arbeitslose und wir haben eigentlich keine Produktionsgebäude, die wir im Moment bauen können, die wir gebrauchen können. Deswegen habe ich mir überlegt, werden wir einfach noch weitere Holzfäller platzieren, damit wir ein bisschen, ja, damit die Leute nicht faul rumgammeln, sondern ein bisschen was Produktives schaffen. Bitte um Unterstützung. Was ist denn das? In Makka. Drohende Vasalität. Es gibt eine Armee eines Aggressors. Wer ist der Aggressor? Man sieht übrigens auch, wie die anderen hier durch die Gegend laufen, was ich auch cool finde. Weiß man das? Deshalb bitte König Nebrakow von Windspitze alle Nachbarn um Hilfe, die gewillt sind, ihm zur Seite zu stellen. Du kannst deine Armeen senden, um bei der Verteidigung von Windspitze zu helfen. Okay, wisst ihr was? Das versuchen wir einfach mal. Dazu müssen wir eine Armee erstmal etablieren, eine Armee erstellen. Wir werden nur Walter hinschicken, plus 3 Krieger, würde ich sagen, weil wir haben nur 3 Rüstungen. Die besten nehmen wir. Die beiden und weisen hier 3 Rüstungen zu und die 3 Waffen hier. So, die Armee wird jetzt erstellt. Die Krieger holen jetzt aus ihrem Lager die Waffen. Walter, schaut mal, sieht ordentlich aus. Die anderen kommen schon zu ihm. Dauert aber offenbar noch ein Weilchen. Da ist der nächste. Und da kommt der dritte. Und jetzt können wir unsere königliche Ambition bestimmen. Der König beschließt, dass es an der Zeit ist, jene Ambition zu verlautbaren, welche die Zukunft deiner Adelsfamilie bestimmen werden. Jetzt können wir uns so eigene Ziele setzen. Und außerdem findet die Zeremonie der Krönung heute statt. Aber wir wollten doch jetzt gerade helfen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen unglücklich. Dann müssen wir das verschieben. Also wir können ja nicht auf unsere eigene Krönung fehlen. Das geht nicht. So, wollen wir fruchtbar sein? Mehr als 69 Einwohner. Wir können Eroberer sein. 3 Vasallen hinzufügen. Wir können Einiger sein. Allianz der Freien Städte auf 3 Provinzen. Oder wir können Wirtschafter sein. Tagesproduktion von Warenwert von 1600. Wir waren auch mal fruchtbar. So, das ist jetzt unsere neue Ambition. Wir sehen hier, erfüllt zu 42%. Und, warte mal, wir müssen den Trupp erstmal wieder auflösen. Weil wir wollen an der Krönung heute teilnehmen. Das geht nicht, dass wir nicht da sind. Das ist irgendwie äußerst unglücklich. So, Hedegeta studiert jetzt, das ist gut. Da muss unser Nachbar warten. Hilft nichts. Und Walter erzählt jetzt erstmal den Brauleuten, was sie zu tun haben. Währenddessen wird da oben noch gebaut. Und die Frage ist, wer kümmert sich dann um diese Holzfäller als Verwalter? Ist es weiterhin Wald? Ah, wir bräuchten noch einen dritten Lord. Es ist wirklich so. Ernte die Roggen? Was ist das für ein Quatsch? Schlechtes Essen wie Steckrübe. Ach so, ja. Die Laune. Lege 2 Roggenfelder. Ja klar, da arbeiten wir erstmal. Hedegeta arbeitet daran schon dran. Das weiß ich, dass das ein wichtiges Ziel ist. Ich würde sagen, Walter bleibt weiter der Verwalter. Hedegeta soll sich voll auf die Forschung konzentrieren. Wir haben immer noch wieder die Bitte um Unterstützung. Aber wir haben auch die Krönung, die heute irgendwo stattfinden soll. Deswegen bleiben wir erstmal bei uns. Okay, Walter geht hoch, erzählt erstmal dem Holzfäller, was er zu tun hat, während Hedegeta studiert. Und das geht jetzt gut voran. Vielleicht schafft sie es heute noch, Roggenfelder und Mühle abzuschließen. Dann können wir zumindest den Bauauftrag schon mal raushauen. Das wäre sehr, sehr gut und hilfreich. Problem ist natürlich auch, wenn Walter unterwegs ist. Walter hat Stufe 4 in Verwaltung erreicht. Gut. Wenn Walter unterwegs ist draußen, dann kann er gleich hier weitermachen. Dann kann er sich ja wiederum nicht um die Anweisung kümmern. Aber die Anweisungen gelten ja 3 Tage. Und er war ja schon unterwegs
Friedensabkommen vorschlagen. Er war ja schon unterwegs und ich glaube, das läuft hier bei den meisten. Genau, wir sehen nämlich, wie lange das schon läuft, die letzte Anweisung. 2 Tage 16, da müsste er eigentlich mal hin, oder? Wenn ich das richtig interpretiere. Nee, so lange läuft es noch. 1 Tag 16, hier könnte es knapp werden. So, Friedensabkommen. Der Bote ist da und mein edelmütiger Nachbar, heutzutage werden Friedensabkommen nur noch selten abgeschlossen, doch wir haben bewiesen, dass wir unseren Mitbewerber moralisch überlegen sind. Ich bin zuversichtlich, dass unseren Königreichen eine Ära des Friedens und der Blüte bevorsteht. Sehr schön. Alle Beteiligten dürfen keine Dörfer plündern, Städte angreifen, sich gegenseitig zur Vassalität zwingen, Missetaten und Intrigen sind untersagt und die Beziehungen verbessern sich. 10 Tage lang ist dies aktiv. Sehr schön. Was ist das hier noch? Verstärkungstruppen? Fugenheim schickt diese oder was? Trupp Siegfried. Keine Ahnung, wo die sind. Drohne Vassalität. Aber dieses Hilfs, die Frage nach Hilfe ist weg. Nee, die ist noch da. Genau, das ist die Drohne Vassalität. Vitomil von Mondsee wird wahrscheinlich helfen. Ich frage mich aber, der schickt hier schon Truppen, oder? Nee, das sind Plünderer. Ich frage mich, wer will den denn vassalisieren? Das ist noch ein bisschen unklar. So, Heregeta hat es im Moment jetzt noch nicht geschafft, das zu lesen. Ich frage mich, wann... Oh, 3 weitere Zuwanderer sind angekommen. Okay. Die plus 3 sagt uns die aktuelle Zahl der Zuwanderer. Verstehe. Das ist der Wert. Brauchen wir dafür neue Zimmer? 10. Wir haben 21 ja tatsächlich. Oh, wir haben Obdachlose. Also nochmal ein neues Gebäude her. Nochmal ein Schlafsaal. Bauen wir den oben ran hier. Wird natürlich erst am nächsten Tag gebaut. Und wir haben einen Händler schon wieder. Und Menrasch, ein Lord, den wir hoffentlich überzeugen können. Das ist ja super. Wie ist der denn drauf? Der ist lüstern. Verlangen nach Sex erhöht sich doppelt so schnell. Und leichtsinnig, hat einen höheren Tapferkeitsschwellenwert. Oh, Kampf, Intelligenz auch sehr hoch. Verwaltung sehr gut. Oh, dem können wir jetzt Verwaltungsaufgaben übertragen. Hervorragend, gefällt mir. Der sollte angeheuert werden. Heligata, kümmere dich mal drum. Oh was, das kostet 12 Ringe. Und wir haben Roggenfeld und Mühle. Ja, trotzdem, wir holen uns den jetzt. Wir müssen dann einfach ein paar Ringe mal kaufen. Das sollten wir vielleicht jetzt machen. Deswegen handelt Walter jetzt auch direkt. Und das mit dem neuen Wissen ist natürlich super. Freude an der Aufklärung. Was ist das eigentlich? Lords auf Besuch unterrichten deine Lords umsonst? Wenn wir das lernen. Cool. Ja, Roggenfeld und Mühle könnte sie jetzt noch schreiben. Das braucht aber Papier, das machen wir nicht. Kann sie mithelfen bei Hopfenfeld und Bier? Kann sie auch nicht. Sie könnte jetzt... Hier haben wir übrigens die 3 Unterteilungen, ne? Habe ich noch gar nicht erläutert. In Wirtschaft, kulturelles Wissen und Lehrbücher. Und hier seht ihr, was alles möglich ist. Ich würde sagen... Sie lernt mal lehren. Das ist ein Macker-Versatz. Das kann, übersetzt, das kann sie nicht lesen. Oder machen wir lieber Kräuterkündler. Ja, wir müssen einfach die Laune der Leute erhöhen. Tempel ist, glaube ich, auch gut, weil dann ist der Glaubensbonus höher. Ich würde sagen, machen wir das mal mit ihr. Forscht sie da weiter. Dann können wir aber jetzt auch gleich mal schon das Roggenfeld platzieren. So, gucken mit der Fruchtbarkeit, aber das passt hier noch ganz gut hin. Die 100% und die Mühle
brauchen wir dann natürlich auch. Platzieren wir die direkt hier runter. Gut, dann haben wir tatsächlich einen Fortschritt und nun erleben wir die Zeremonie der Krönung. Alle kommen zusammen, auch wenn eigentlich ja noch gehandelt werden soll, aber die Krönung ist dann hoffentlich wichtiger. Wo ist Walter? Mittendrin. Ja, und jetzt haben wir den freien Lord, ja genau. Ach Mensch. Ach so, Walter geht jetzt erstmal zum Handel. Mhm. Okay, wir haben 1889. Was hat er für Bücher dabei? So, Wissen 13 haben wir nicht, Wissen 9 hätten wir. Das Düngen von Feldern bedürft nur halb so viel Holz. Ja, das machen wir eh noch nicht. Terror gegen Fanatiker hat keinerlei negative Konsequenzen, glaube ich, brauchen wir nicht. Im Moment. Steckrübenfeld-Effizienz. Schmackhaftes Ale. Ja, das ist das, was wir eigentlich haben wollen. Aber ich glaube, für dieses Ale benötigen wir Hopfen und Kräuter. Ah, okay. Das würde dafür sprechen, dass wir nicht den Tempel machen, sondern doch den Kräuterkundler vielleicht als nächstes, wenn wir das lernen könnten. Das ist ganz cool. Falscher Fanatismus. Ein Lord, der sich in gesellschaftlicher Nachahmung versteht, wird von anderen als Fanatiker betrachtet, während sein tatsächlicher Glaube... Okay, das ist im Moment noch nicht nötig. Bauernhaus ist auch ganz cool. Schafott. Nee, aber wisst ihr was? Wir machen mal nur das schmackhafte Ale und müssen uns aber jetzt mal Ringe kaufen, weil das Anheuern kostet 12 und wir müssen ein paar mehr Ringe in der Hinterhand haben. So, das wird jetzt recht teuer, aber wir gönnen uns mal alle 8 Ringe, die da vorhanden sind und handeln das. So, wunderbar. Vielen Dank. Dann geht's jetzt hoffentlich zur Krönung, aber Hedegeta hatte doch noch den Auftrag anzuheuern. Oder habe ich das noch nicht gemacht? Doch, Hedegeta Lord anheuern. Ich hoffe, das vergisst sie. Meine Güte, sie ist voll hier bei der Krönung dabei. Deswegen schiebt sie diese Aufgabe etwas nach hinten. Ich werde aber tatsächlich das mal verändern. Sie wird jetzt nicht hier am Tempel forschen, sondern Kräuterkundler als nächstes lernen. Und dann gehen wir in Richtung schmackhaftes Ale. Ja, das ist doch mein Ziel. Direkt mal die Alkoholproduktion zu optimieren. Nicht alle sind im Übrigen bei der Krönung. Manche trinken auch lieber Bier. Na, ist obdachlos. Okay, das war die Krönung. Jetzt ist die Frage, gibt es noch das Bedürfnis nach Hilfe? Ja, gibt es noch. Okay, dann würde ich sagen, werden wir jetzt nochmal die Armee etablieren. Walter plus die 3 Leute mit ihren 3 Rüstungen und ihren 3 Waffen werden ein Truppel. Direkt nach der Krönung. Während Hedegeta jetzt den Lord anwirbt. Und der auch in unserer Abwesenheit jetzt hier ein paar Geschäfte übernehmen kann, was ich gut finde. Ja, das Anwerden dauert ein bisschen. Walter steht schon bereit. Krieger sind bewaffnet. Okay, dann gehen wir mal raus und sagen... Windschmidt, bitte Unterstützung. Hilfe schicken auf der lokalen Karte. Trupp Walter, Armee entsenden. Auf geht's. Problem ist ein bisschen die Erschöpfung. Ne? Es ist schon 22 Uhr. Walter war den ganzen Tag auf den Beinen. Es könnte ein Problem werden. Wie geht's Walter? Sehen wir nicht ganz. Laune 43. Walter ist Agnostiker? Sexualtrieb, leichter Hunger, mittelmäßige Erschöpfung. Ja, das ist ein Problem. So, was ist mit Menrasch? Hedegeta kümmert sich noch um den. Scheint zu dauern. Na gut. Ja,
wir haben die Anheuerung geschafft, sehr schön. Menrasch ist bei uns. Und dem können wir dann auch gleich mal ein paar Aufgaben zuordnen. Vielleicht kümmert der sich, da hat Walter sich schon gekümmert, der kümmert sich jetzt mal um das Steckrübenfeld. Und dann um das neue Feld. Ansonsten läuft das ja noch alles durch Walter, würde ich sagen. Hier auch beim Bauen ist kein Problem. Wirtschaftsbericht. Löhne haben wir 95 bezahlt. Auf lokalen Märkten verkaufte waren 129. Insofern in gewisser Weise ein Plus erwirtschaftet. Es gibt viele Arbeitslose. Weiß ich. Am Rocken arbeiten wir. Hedegeta studiert jetzt Kräuterkundler. Walter ist halt unterwegs jetzt. Der kann im Moment nicht studieren. Ich habe aber so ein bisschen Angst, dass Walter völlig erschöpft da ankommt. Wobei das dann auch ein bisschen merkwürdig ist. Ich meinte, die... Ja, es dauert ja wirklich lange. Okay, hier gibt es eine Plünderertruppe, die dort Bachtal angreifen und das echt niederbrennen. Krass. Die Ärmsten. Nun gut. Also Windspitze braucht Hilfe. Wir schicken Hilfe. Beziehung zu Nepteum. Ah! Es kann sein, dass Staubtal Windspitze erobern will. Deswegen findet er das nicht gut, dass wir helfen. Und die Matriarchin findet es auch nicht gut. Das ist, glaube ich, das Oberhaupt der Kirche. Naja. Wir machen das, um hier richtig gute Beziehungen zu haben. Dann können wir nämlich mit denen anfangen zu handeln. Wobei ich noch gar nicht geguckt habe, was sie eigentlich für Waren wollen. Ob das realistisch ist. Egal, es ist Nacht. Und während der König unterwegs ist, haben wir einen neuen Lord bekommen, Menrasch, der uns mit Sicherheit hier noch helfen wird. Vielleicht auch als Lehrer fungieren kann. Der ist auch, hat auch leeren Zehen für die Kinder. Das ist schön. Ja. Sehr gut. Dann geben wir ihm nicht allzu viele Aufgaben. Ist die Frage, es sind seine Werte, die er hat, relevant für das, was er unterrichtet? Das können wir uns mal gucken. Unterrichten. Also wir wollten, sie ist ja diejenige, die Manieren haben soll, unterrichten. Rhetorik, Menrasch. Dieser Lehrer kann die Fähigkeiten seiner Schüler entwickeln. Ah, okay, er kann sie nur so weit entwickeln, wie er selbst die Stufe hat. Das ist nachvollziehbar, aber das können wir auf jeden Fall schon mal machen, bis sie auf Maximalstufe ist. Von ihm, Isenet Kampf, machen wir das mal auch, unterrichten, Kriegsführung. Menrasch, auch nur auf 3. Oh, was ist hier los? Matriarchin, Beziehungen beginnen, sobald ein Bischof in deiner Stadt eintrifft, Bevölkerung über 40. Okay, also. Die Verfügbarkeit verschiedener Waren der Heiligen Karawane hängt von der Einstellung der Matriarchin dir gegenüber ab. Wenn die Beziehungen schlecht sind und unter 0 fallen, wird das Angebot der Karawane eingeschränkt. Fallen sie unter minus 25, macht die Karawane überhaupt nicht mehr in deine Stadt halt. Ah, jetzt haben wir nämlich eine schlechte Beziehung. Minus 8, jetzt verstehe ich es. Die Matriarchin ist zwar neutral, warnt dich aber dennoch vor bevorstehenden Katastrophen, die sie von ihren Propheten erfährt. Bei freundschaftlichen Beziehungen über 25 kannst du einen Segen des Bischofs erwirken, woraufhin sich das Warenangebot vergrößert. Okay, wir haben die Matriarchin etwas verärgert, aber gut. So, das heißt, sind wir jetzt dort? Erfolg! Deine Streitkräfte sind als Verstärkungstruppen eingetroffen und bleiben 3 Tage lang oder bis zur ersten Schlacht in der Stadt. 3 Tage? Walter ist 3 Tage abwesend. Na gut, dass wir Menrasch haben. Der kann dann Walters Aufgaben übernehmen. Wie praktisch. Noch hat Walter ausreichend Befehle hier gegeben, aber wir sehen, da wird bald was nötig sein.
Aber Menrasch soll gerne auch unterrichten. Hatte ich jetzt hier das schon eingestellt? Ja. Und die Frage ist, Tefnet. Wollen wir Tefnet weiter fördern? Diejenige, die ein Talent, Intelligenz hat, aber gleichzeitig geistig behindert ist? Und stimmt das übrigens, was ich gesagt habe mit der Maximalstufe? Manieren 3, Kampf 3. Ja, es stimmt, tatsächlich. Insofern wäre Hedegeta die bessere Lehrerin für sie? Ja, ich meinte, eine Schülerin für Hedegeta ist, glaube ich, okay, nebenbei. Machen wir Philosophie mit Hedegeta. Okay. Sehr schön. Das Feld ist auch fertig, oder? Nee, 0%. Das hat noch nicht mal angefangen. Wo sind unsere Arbeiter? Was ist mit denen los? Die holen wahrscheinlich erstmal Ressourcen. Oder wird hier irgendwas Besonderes benötigt? Nein, es ist nur Holz und Holz haben wir genug. Ja, dann bin ich gespannt, ob Walter... Hedegeta beginnt mit dem Unterrichten. Mhm. Ob Walter tatsächlich jetzt an seiner ersten Schlacht teilnehmen wird oder ob er einfach 3 Tage da abhängt und auf diese Art und Weise seine Unterstützung dem Nachbarn gezeigt hat. Ah, Ergebnis. Die Gefahr ist gebannt. Der Feind hat es sich anders überlegt und sieht von einem Angriff ab. Ich weiß seine Unterstützung zu schätzen, bin aber erleichtert, dass sie am Ende nicht benötigt wurde. Unsere Gebete wurden erhört. Wie cool! Windspitz ist nun sicher, da der Feind seinen Plan geändert hat und hier nicht zum Angriff übergehen wird. Sehr cool. Walter ist wieder auf dem Heimweg und das bedeutet, wir haben jetzt richtig gute Beziehungen. Das heißt, jetzt kann man hier alles machen. Man könnte zum Beispiel, wir gucken mal, was wir machen können. Wir könnten Leute in unsere Provinz einladen als Gast. Und zum Beispiel können die dann als Lehrer wirken. Das ist super cool. Der Kommandant hier mit Stufe, 5 im Kampf. Immerhin. Safrana lernt nicht. Warum? Hatten wir nicht... Ah, sie hat schon Maximalstufe erreicht. Das heißt, was kann Menrasch ihr noch beibringen? Handel vielleicht. Das finde ich gut. Wirtschaft. Okay, aber das sind jetzt interessante Optionen, die wir durch diese Unterstützung jetzt bekommen haben. Glanztal und Weißburg zahlen jetzt Tribut, das heißt, ich glaube, Holz und Steckrüben. Tefnet kommt auf Intelligenz 3 jetzt. Unser geistig behindertes Kind ist schon intelligenter als die beiden Schwestern. Ah, das ist... Also man muss sagen, es erzählt schon jetzt in dieser Anfangsphase des Spiels wunderbare Geschichten. Und daran muss man eigentlich so ein Spiel messen. Was kann es für Geschichten generieren? Und eigentlich liebe ich es schon jetzt dafür. Sehr cool. Hopfen, Roggen, ja. Wir arbeiten dran. Ist das vielleicht sogar schon gebaut? Ja! Okay, dann bitte Menrasch als Verwalter. Wichtiger Punkt. Wir haben nur noch 5 Arbeitslose, das ist auch gut. Sehr schön. Ah, es macht sich alles langsam. Aber was machen wir hier? Ich will irgendwie unsere guten Beziehungen jetzt nutzen. Allianzbeitritt wäre sogar möglich. Adelsgeschlechter sichern sich gegenseitig Hilfe zu, falls einer der beiden Städte von einem anderen Adelsgeschlecht angegriffen wird. Dieses Abkommen betrifft weder die Verteidigung von Dörfern noch die Abwehr von Banditenangriffen. Mitglieder der Städteallianz können keine Vasallen haben und aggressive Aktionen gegen andere Königreiche, die nicht Teil der Allianz sind, sind aufgrund der ausdrücklichen Neutralität verboten. Ah, okay, alles klar. Aber Mitglieder einer Allianz können uneingeschränkt Handelsverträge eingehen und die Marktnachfrage erhöhen. Ja, spannend. Das heißt, das ist so ein friedlicher Weg in gewisser Weise. Tägliche Statistik. Mhm. Erwartet Zuwanderer 1. Ja, das ist eine interessante Option.
Okay, schön. Hier können wir einen Handelsvertrag schließen über Mehl. Also das heißt, wenn wir Mehl produzieren, können wir ihm was verkaufen. Das sollten wir machen, um Geld zu verdienen. Und ich finde die Sache, dass wir jemanden herholen, der irgendwas unterrichten kann, finde ich gut. Zum Beispiel Kampf. Ich frage mal, ob Galeron zu uns kommt. Akteur in deine Provinz einladen? Ach so, wer sie ihn holen soll. Ah, okay. Ja, der Bote. Kostet das wieder Papier? Nö, ne. Doch, das kostet. Jeder Botengang kostet Papier. Ah, okay, das muss man natürlich auch bedenken. Dann war es vielleicht nicht optimal, aber dafür sind halt die Lords zu Hause. Das muss man halt auch bedenken. Ja, aber das ist ganz cool. Vielleicht kann Walter selbst ja auch noch was dazu. Oh Gott, Walter, schaut euch dann mittelmäßige Erschöpfung und so weiter. Der hat jetzt natürlich nicht genächtigt. Schwierig. Hedegeta studiert jetzt schon mal wieder. Sehr gut. Und hier ist die Mühle auch fertiggestellt. Und auch um die wird sich Menrasch kümmern. Können wir schon die Produktion definieren? Ja, Mehl. Wir wollen Mehl haben bis 200. Genau. Mehl wollen wir verkaufen. Allerdings wird erst, dauert es, glaube ich, 3 Tage, ehe wir Roggen ernten. Und vor allem haben die immer noch keine Anweisung erhalten, was schlecht ist. Doch, haben sie. Sehr schön, sie produzieren schon. Die Ernte wird übermorgen eingebracht. Okay. Walter weigert sich aufgrund von schlechter Laune seine Aufgaben auszuführen. Ja, okay, Walter ist da. Der muss jetzt erstmal sich ausruhen, das ist nachvollziehbar. Geht erstmal essen und sowas alles. Wir müssen natürlich auch Hedegeta und Walter noch irgendwie zusammenbringen. Das ist Hedegeta. Walter geht's ganz übel. Beobachten wir mal, was Walter jetzt so in den nächsten Stunden macht. Im Moment geht er essen. Ach so, der ist ja auch noch ganz weit entfernt. Müssen wir eigentlich den Trupp noch auflösen? Nee, der Trupp ist automatisch aufgelöst. Grelindi Gast einladen, nicht abschließen. Warum? Ist mit dem was passiert? Irgendwas ist passiert unterwegs, aber was? Galeron sollte doch kommen. Wir versuchen es nochmal. Oder wir können natürlich jemanden schicken. Es kostet uns natürlich wieder Papier. Egal, ich schicke nochmal einen Boten. Keine Ahnung, was da passiert ist. Und die Karawane kommt wieder. Man könnte Steckrüben verkaufen, die benötigen wir im Moment nicht so stark. Die Mühle müsste eigentlich noch nicht aktiv sein, weil wir noch gar keine Roggen haben. Aber na gut. Haben wir Papier wiederbekommen vielleicht, weil wir jetzt wieder 3 haben? Also die Karawane ist da, wir gucken auf jeden Fall mal hin. Walter hat sich wieder ein bisschen erholt, seine Laune ist besser geworden. Also schicken wir ihn hin. Kein Lord da. Würde ich vielleicht aber auch nicht holen. Im Moment benötigen wir, glaube ich, keinen anderen. Irgendwelche spannenden Bücher. Schafott, Bauernhaus, Fleischzubereitung. Oh, Fleischzubereitung finde ich gut. Aber wie. Was. Warte mal. Wie kommen wir eigentlich an Fleisch? Wird in Schweinefarmen produziert. Und wie kommen wir an Schweinefarmen? Lass mal den Tooltip einloggen. Okay, man braucht Rüben für die Schweinefarm. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es ein eigenes Buch ist für Schweinefarm, oder? Oder schalten wir das damit frei? Nee, das steht dann immer da. Hier, Schweinefarm, da haben wir es ja. Wissensstufe 9. Ich würde sagen, wir gönnen uns Schweinefarm und Fleischzubereitung. Das hängt ja sehr miteinander zusammen. Brauchen wir noch andere Ressourcen? Ringe?
Gönnen wir uns noch ein paar Ringe? Ja, komm. Gönnen wir uns noch mal 5 Ringe. Wer weiß, wozu wir sie benötigen. So, Walter liest jetzt auch endlich mal weiter. Hopfenfeld und Bier. Ist klar. Leider haben die so viel zu tun. Ich würde die gerne ja noch mal zusammenbringen, Walter und Helegeta. Wie ist denn da der Stand? Aha, Kräuterkundler haben wir erstmal. Boah, Helegeta ist ja echt stark. Also Interesse an Walter ist wieder gesunken. Wirtschaftsbericht. Ja, haben wieder ein bisschen Plus gemacht. Oh Gott, das Geschrammel ist ja schrecklich. Unfassbar. So, Kräuterkundlerbuch. Das bedeutet, wir sollten jetzt auch den Kräuterkundler bauen. In einem nahegelegenen Wald soll der Kräuter sammeln. Dann sieht man die Kräuter irgendwo aktiv. Bin mir nicht sicher. Bauen wir den mal hier so mittig rein, ein bisschen zurückgesetzt, oder? Okay, da ist dieser Berg. Machen wir es mal hier. So, das bedeutet aber, dass Helegata weiter forschen kann und sollte. Und das machen wir auch. Ich denke, wir werden jetzt... Naja, wir bleiben mal beim Thema. Schmackhaftes Ale, das ist ja das nächste, was wir durchziehen wollen. Damit werden wir die Leute voll auf unsere Seite bringen. Aber natürlich erster Schritt ist Bier. Aber wir arbeiten schon dran. Oh, hier gibt es auch noch eine spannende Statistik. Abgeholzte Wälder 2%. Ah, 2 Eisenvorkommen gibt es hier. 2 Minen können wir bauen. Okay. Schön, dass es auch noch Statistiken gibt. Im Moment aber, glaube ich, für uns nicht so nötig. So, Walter liest noch ein bisschen. Aber wann bringe ich Walter und Helegata noch zusammen? Jetzt gehen die. Warum ist Walter so nachtaktiv? Mittelmäßige Erschöpfung. Er muss doch mal schlafen. Er muss doch mal am Altar beten. Das ist alles ein bisschen durcheinander gekommen, weil er unterwegs war. Da ist sein Tagesrhythmus komplett. Komplett durcheinander gekommen. Einen Zuwanderer werden wir noch bekommen. Aber dieser Wert scheint doch was anderes zu sein, weil er war vorhin auf über 50. Da haben wir, glaube ich, 0 Zuwanderer gehabt. Es ist ein bisschen merkwürdig. So, aber idyllisch liegt es da. Hopfenfeld und Bier. Ernsthaft? Walter hat die ganze Nacht durchgebüffelt und hat das durchgezogen? Ja, wie gut. Dann können wir jetzt endlich das Hopfenfeld bauen. Krass. Schön. Passt hier noch gerade so hin. Und damit steht dann hoffentlich bald einer Bierproduktion nichts mehr entgegen, oder? Produktion Bier, ja. Sehr gut. Aber gut, noch haben wir keinen Hopfen. Insofern brauchen wir damit auch nicht starten. Das verwirrt im Zweifel nur alle Leute. Die Frage ist, soll Walter weiter nebenbei forschen? Im Moment sind wir eigentlich gut dabei. Wir können gar nicht so viel machen, wie wir geforscht haben. Ich würde sagen, es reicht, wenn Helegata sich ums Forschen kümmert. Das ist okay. Was ist eigentlich mit unserem Besuch, den wir da erwarten? Das klappt irgendwie nicht.
Naja, ist auch nicht so dramatisch. So, 5 Arbeitslose. Das ist gut. Das ist okay. 80 Holz brauchen wir fürs Hopfenfeld. Das ist eine Menge. Und die Mine sollte dann natürlich auch irgendwann fällig sein, damit wir selber Eisen produzieren können. Um dann vielleicht im nächsten Schritt über einen Schmied oder so Rüstung. Herr Elgata weigert sich. Was hat sie denn für eine schlechte Laune? Geringe Einsamkeit. Wünscht sich Nervenkittel mittelmäßig. Ja, dann spiel doch mal mit irgendjemandem. Ach, kann sie nicht, weil sie zu wenig Ringe hat. Wisst ihr was? Wir machen mal Folgendes. Walter wird... Oh, was ist das? Der Traum des Imperators. Die letzte Schlacht. Heute Nacht erschien mir der letzte Imperator Maximilian im Traum. Die liebende Familie hat mich verraten. Sie haben sich von den Lehren der Mutter Sophia losgesagt, um den purpurnen Thron zu erobern. Deine Familie, meine Nachkommen und dein Schicksal. Die Kirche herauszufordern, meine Burg zurückzuerobern und ein neues Reich zu gründen. Doch erst musst du Norland einen, sei es durch Schwert oder Feder. Es scheint, ich kenne nun die Bestimmung unseres Hauses. Vereinigt 15 Provinzen von Norland unter deiner Herrschaft. Entweder als König eines Vasallenstaates oder als Anführer der Allianz der Freien Städte. Erkläre dich selbst zum neuen Herrscher und fordere die Inquisition der Kirche heraus, um den Stein des Glaubens zu erobern und den purpurnen Thron für dich zu beanspruchen. Ja, und damit haben wir auch das Spielziel hier erlebt. Das neue Imperium, und ich glaube, das ist die Burg, um die es geht, ne? Von der die Rede war. Davon sind wir natürlich super weit entfernt. Was macht Walter jetzt da gerade? Geht spazieren, das ist doch auch schön. Ich wollte aber, die Idee war, oh, schaut mal, wir können uns zum Imperator erklären, aber müssen 12 Provinzen kontrollieren. Die Idee war, dass wir Hedegata, die hat sich aber jetzt schon wieder ein bisschen beruhigt, dass wir ihr mal 5 Ringe übergeben. Das mache ich jetzt mal. Und wenn das erfolgt ist, dann könnte sie, glaube ich, Glücksspiel machen. So. Tefnut hat die Kultur aufgrund des Einflusses geändert. Wie, was, wo? Was? Tefnut ist jetzt warm? Weil sie unterrichtet wird von Hedegata, die auch warm ist? Oh mein Gott. Das ist ja wild. So, Hedegata... belohnen. Das ist noch nicht Erfolg, ne? Walter, wo bist du? Ah, jetzt ist es Erfolg. Sehr schön. Gut, so. Jetzt könnte Hedegata könnte jetzt Würfel spielen. Mit Walter oder mit Menderasch. Der Einsatz beträgt 5. Und jetzt könnte Walter quasi auf dem Weg die Würfel zurück, also die 5 Ringe zurück gewinnen. Und, aber ihr Bedürfnis ist befriedigt. Ist doch eigentlich ganz hübsch, oder? Wir probieren das mal. Sie macht mal mit Walter ein Würfelspiel. Schaut mal, das sind alles ihre Ambitionen. Ah, sie betet jetzt. Nee, sie wartet auf einen Gegner. Ah, hier direkt... am Altar machen sie das. Tatsächlich, die spielen jetzt Würfel. Direkt hier. Und? Erfahren wir, wer gewinnt? Sehen wir an unserer Zahl der Heiligen Ringe. So, da wird gewürfelt und gewürfelt. Ich hoffe, das wird ihre Laune ordentlich heben. Wünscht sich Nervenkitzel. So, sie hat gewonnen. Ernsthaft? Wir haben nur noch 5 heilige Ringe. Oh nein. Hat beim Würfelspiel gewonnen. +6. Ehe. Wenn die gegenwärtige Generation von Lords kinderlos stirbt, ergibt sich möglicherweise eine schwierige Situation. Ja.
Die beste Lösung für diesen Fall ist eine legitimierte Heirat, in der die Eheleute regelmäßig ihre ehelichen Pflichten vollziehen und unabhängig von guten oder schlechten Beziehungen Kinder bekommen. Wähle dazu Partner für Lords auf der Weltkarte aus. Eine Ehe verbessert die Beziehung zwischen Adelsgeschlechtern deutlich. Achte also aus, welchen Familien du Partner auswählst. Der Brautpreis ist von den Fähigkeiten der Braut und dem Status ihres Adelsgeschlechts abhängig. Achte auf Fähigkeiten und Talente. Diese werden auch an Kindern weitervererbt. Wenn du eine Braut verheiratest, wird sie in die Stadt ihres Ehemanns ziehen. Im Gegenzug erhältst du den Brautpreis und eine Verbesserung der gegenseitigen Beziehung. Ja, das habe ich ja vor mit den Schwestern. Was? Waldbanditen planen einen Angriff? Oh mein Gott. Gerücht. Vorgeschlagene Allianz. Maka, wollen wir das machen? Und was hat das jetzt mit der Ehe zu tun? Allianz-Einladung. Neues Gebäude benötigt Verwalter. Jetzt mal mit der Ruhe. Also, wir haben jetzt das Hopfenfeld. Nee, ist noch nicht beendet. Welches neue Gebäude benötigt ein Verwalter? Ach, natürlich, der Kräuterkundler. Ja, Menrasch kümmert sich darum. So. Und jetzt? Isenet lernt nicht, weil die jetzt schon ausgelernt hat. Isenet ist diejenige mit Kampf und das kann ihr nicht mehr beigebracht werden von Menrasch. So, was können wir machen? Kampf- und Führungsqualität. Verwaltung wäre eine Möglichkeit. Das ist auf jeden Fall immer gut. Menrasch, mach das mal. Und jetzt noch das Thema Hedegata. Ist da was Neues jetzt möglich? Verführen? Ich würde ja gerne Hedegata heiraten. Aber das geht möglicherweise auch über diplomatischem Wege. Ja, zum Beispiel hier Zvetala Erbe klingt doch irgendwie ganz cool. Aber, hier, mehr. Edlin hat das heiratsfähige Alter erreicht und erwartet Heiratsangebote von adligen Bräuten. Ah, okay, Edlin. Es geht um Edlin. Edlin ist ein Mann. Verstehe. Ja. Aber das würde möglich sein, wenn unsere Kinder schon erwachsen wären. Das sind sie aber nicht. Da müssen wir also ein bisschen warten. Aber die Frage ist, ob wir das mit der Allianzeinladung nutzen. Und im Übrigen, warte mal, das Gebiet, die haben Mondsee erobert oder was? Oder zum Vasallen gemacht? Nee, erobert. Ich weiß es nicht. Egal, aber das spricht dafür, dass wir die Allianz machen. Gefällt mir sehr gut. Wir treten der Allianz bei. Wer ist denn der Obermufti dieser Allianz? Wahrscheinlich Windspitze, ne? Weil die mächtiger sind. Egal, wir schicken einen Boten, wir machen das. Finde ich jetzt schön für das Ausprobieren. Das ist ganz cool, auf diese Art und Weise abgesichert zu sein. Gut, wir arbeiten hier am Hopfenfeld. Roggen wird morgen geerntet, dann kann auch Mehl hergestellt werden. Und wenn Hopfen da ist und Roggen, können wir Bier produzieren. Und Ehe brauchen wir Hopfen und Kräuter. Und Kräuter werden ja auch irgendwann hier gesammelt. Aber Menrasch muss dort noch erklären, wie das funktioniert. Liebe Leute, was macht Menrasch gerade eigentlich? Der unterrichtet. Das ist natürlich so ein bisschen ein Problem. Priorität hätte eigentlich erstmal die Inspektion da oben. Das kann man ihm jetzt auch sagen. Und dann macht er das. Aber jetzt inspiziert er erstmal die Halle. Nee, er geht oben hin. Ne? Er hatte Safrana, glaube ich, unterrichtet. So, Tefnet hat schon. Intelligenz 4. Sehr gut. Ja, jetzt geht er hoch. Prima, okay. Haben wir das auch nochmal priorisiert? Waldbanditen, weiß ich nicht.
Ob die Gerüchte stimmen? Glauben wir nicht so richtig. Ich würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, euer Steinwall.